am Ende des Monats haben sie ihm viel Geld gegeben. Nach einem Monat hat er wieder gebetet, aber diesmal hat die Jamaa kein Geld gehabt, um es ihm zu geben. Und dann fängt er an zu sagen, ihr lügt und ihr seid geizig und ich bete nicht mehr für euch. Diese Person, daran haben wir erkannt, dass er getan hat, diese Taten für das Geld, nicht für das Jenseits. إذن هذا الباب أخطر من باب الرياء. لماذا؟ لأنه قد يرائي في الصلاة، لكن هذا عندما يريد الدنيا بعمل الآخرة. كل الصلاة يصليها أراد بها الدنيا، ما أراد بها الآخرة. نعم. Und dieses Thema, diese Angelegenheit ist deswegen noch gefährlicher als die Augendienerei, weil die Augendienerei kann er vielleicht in einem Gebet machen oder in zwei, aber der andere, der es für das Geld macht, alle seine Taten, alle seine Gebete macht er mit der Absicht für das Geld. تقدم معي أن طاعة العلماء والأمراء في معصية الله إذا اعتقد أن العلماء والأمراء حكم هؤلاء أحسن من حكم الله أو مساوي أو أن حكم الله لا يصلح اعتقد هو كافر كفر أكبر نسأل الله العافية والسلامة نعم. Wir haben bereits durchgesprochen, dass wenn eine Person die weltlichen Gesetze oder die Gesetze der Herrscher bevorzugt vor den Gesetzen Allahs und sagt, sie sind besser und nutzen der Gemeinschaft mehr als die Gesetze Allahs, diese Person hat einen großen Kuffer gemacht. وإن اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد لكن قدم حكم القوانين والطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب فهذا كفر دون كفر كفر أصغر كفر غير مخرج من الملة. Wenn er aber daran glaubt, dass das Gesetz Allahs das Beste ist für die Gemeinschaft und für die Menschen, er aber trotzdem das weltliche Gesetz bevorzugt hat, aus finanziellen Gründen oder politischen Gründen, um eine Stellung zu bekommen, dann hat diese Person eine große Sünde begangen. Der kleine Kuffer ist das, der bringt aber einen nicht aus der Religion raus. Als nächstes werden wir wiederholen, was wir bis jetzt gelernt haben und danach das Thema der Namen und Eigenschaften eröffnen. Nein. Angst, drei Kategorien. Einmal Angst, der trifft, also wenn man das gleichstellt, dann hat man Großschicksal. Zweitens ist die natürliche Angst. Und drittens ist, wenn man Angst vor einem zum Beispiel vollen Vater hat, das ist dann kleiner Al-Khawf, يقول الخوف له ثلاثة أنواع. Al-Khawf ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خوف عبادة وتعظيم وسر صرف لغير الله شرك أكبر. خوف طبيعي لا يلام عليه العبد كالخوف من النار من الأسد خوف محرم الخوف المؤدي للقرب من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. Wir hatten gesagt, dass die Furcht sich in drei Teilen lässt. Der erste Teil ist die Furcht vor Allah, das einen dazu bringt, Allah anzubeten, und das ist verlangt. Die zweite Art von Furcht ist eine Furcht, die einen dazu bringt, Allah nicht mehr anzubeten. Und die dritte, und die ist verboten, die dritte Art von Furcht, eine natürliche Furcht, zum Beispiel vor den Löwen oder einer Gefahr. نعم. أخذنا عرفنا التوكل وقلنا التوكل هو الصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. Und wir hatten gelernt das Vertrauen und zwar dass man wahrhaftig auf Allah vertraut gleichzeitig die Gründe unternimmt und dass man daran glaubt dass der Nutzen und Schaden von Allah abhängt. وأن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Und dass sich das Vertrauen in drei Teilen lässt. اعتماد مطلق وتفويض جميع أموري إليه واعتقاد أن بيد جلب المنافع دفع المضار صرف لغير الله شرك أكبر. Erstens, dass man allgemein in allen Sachen auf Allah vertraut, dass man sagt, dass der Nutzen von Allah kommt und der Schaden nur von Allah abgewehrt werden kann. اعتماد على حي معنى افتقار فهو أصغر. Die zweite Art von Vertrauen ist, dass man auf ein lebendiges, auf ein Geschöpf vertraut und Armut gegenüber diesem Geschöpf zeigt und das ist kleiner Schirk. جاهز وكالة يوكل إنسان بأن يشتري له سيارة مثلا. Und die dritte Art von Vertrauen, dass man jemandem etwas anvertraut, dass er das erledigen soll. نعم. أخذنا أنواع الصبر. أخذنا أنواع الصبر. إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Und wir haben gelernt, dass die Geduld drei Teile hat, wie folgt. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. يصبر على الصلاة والصيام والحج والزكاة. Die Geduld in der Anbetung Allahs, damit sie auch ständig gemacht werden kann, wie zum Beispiel das Gebet oder das Fasten und andere. صبر على معصية الله حتى تجتنب. Die Geduld bei den Verboten Allahs, damit man sie verlässt. وصبرٌ على قدر الله ما قدر الله عليه من مرض وفقر. نعم. Und die Geduld bei den Vorherbestimmungen Allahs, wenn ihn ein Unheil trifft oder er arm wird und so weiter. نعم. الرياء. الرياء.
يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس شرك صار وقد يصل إلى الأكبر ومن أعماله للنفاق. Und wir hatten durchgenommen die Augendienerei, und zwar, dass er eine Tat tut, damit die Menschen ihn sehen oder die Menschen ihn hören. Und das ist ein kleiner Schritt, der einen schnell zum großen Schritt führen kann, und das ist eine Art und Weise der Heuchler. كيف نعالج الرياء؟ نعم. زيارة القبور. Wie heilen wir diese Augendienerei? Als erstes zum Beispiel, wenn man die Gräber besucht. دراسة التوحيد. Den Tauhid lernen. الدعاء. Das Bittgebet. نعم. عدم ترك العمل خوفا من الرياء. يعمل ولا يبالي بأحد في دين الله. Und dass man nicht die Tat unterlässt aus Furcht vor dieser Augendienerei. Er betet und macht diese Tat und er interessiert sich für keinen anderen. نعم. ذكرنا أمور تكون عونا بإذن الله على من لم يقدر على النكاح. نعم. Wir haben Sachen erwähnt, die der Person helfen, die nicht heiraten konnte. زيارة المرضى. Dass man zum Beispiel die Kranken besucht. وزيارة القبور. Oder die Gräber zum Beispiel besucht. الزيارة الشرعية. Auf eine islamische Art und Weise. قراءة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. Dass man سورة يوسف liest. الدعاء. Das Bittgebet sprechen. اجتناب أماكن اللهو والنساء. Und dass man Orte unterlässt, in denen sich viele Frauen sammeln. الصيام يقلل من الطعام والشراب. Dass man fastet und wenig trinkt und isst. لا يتكلم في هذا الباب إطلاقا. Nicht über dieses Thema reden, gar nicht. نعم وغير هذا. نعم. يجوز للنساء زيارة القبور. آخر الدرس. أعطينا فائدة استفدتها من الدرس يا رجل. هذه. نعم. أخطر أمر وأكثر من الرياء. نعم قلنا عندنا أمر أخطر من الرياء وهو أن يعمل العمل ويريد به الدنيا. الله يفتح عليك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. Und wir hatten gelernt, dass ein großes Tor zum Schirk das ist, dass man eine Tat des Jenseits tut, um eine Sache in der Dunya zu erreichen. كيف نعرف أن يريد الدنيا أو الآخرة؟ ما هو الضابط والميزان؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ولو جاءك أي إنسان وقال فلان فيه وفيه وجمعية المسجد فيها وفيها تقول اسمع هذا الغضب إذا كان للدنيا هذا معناه أنك ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. Und wir haben gelernt, dass diese Person, wie erkennen wir, dass er für die Dunya arbeitet oder nicht? Wenn ihm gegeben wird, was er verlangt, dann ist er zufrieden. Und wenn nicht, dann ist er sauer und redet. Wenn also eine Person zu dir kommt und sagt, hör mal zu, die Moschee so und so, die macht das und das und das und die ist schlecht und die ist so, dann sagst du zu ihm, hör mal zu. Auf dich kann man das Wort des Propheten anwenden, der gesagt hat, wenn dir gegeben wird von der Moschee, bist du zufrieden und wenn nicht, bist du sauer und redest. أول خروج في الإسلام. أول خروج في الإسلام. متى كان؟ من يعرف؟ أول خروج يعني خوارج أول ظهور هذه الفرقة متى؟ Wann sind zum ersten Mal diese Leute rausgekommen, die Khawarij? متى كان أول ظهور للخوارج؟ في الخويصرة. نعم. خرج على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Das war eine Person namens Dhul Khuwaisara, der aus der Gemeinschaft rausgegangen ist und den Propheten S.A.W. angegriffen hat. خرج بماذا؟ بسيفه؟ Mit was ist er rausgegangen, um zu bekämpfen? Mit seinem Schwert? Nein. لا لا يمكن أن يخرج أحد بسيفه بالرشاش بالمسدس بالسلاح إلا ولا بد أن يسبق هذا خروج بلسانه. أول الخروج باللسان كما حدث من ذو الخويصرة. نعم. Es kann nicht sein, dass eine Person dich mit Waffen bekämpft, bevor nicht schon aus seinem Mund die Feindschaft erklärt hat. Wie zum Beispiel diese Person ذو الخويصرة. ماذا قال؟ Was hat gesagt? ماذا قال؟ قال كلمة حق. هو قال اعدل. اعدل كلمة حق. لكن أراد بها باطل بل أبطل الباطل. نعم. Was hat gesagt? Hat ein Wort gesagt, das in sich Wahrheit ist, aber was hat damit gewollt? Wollte damit das Schlimmste und Falscheste, was es gibt.
إذن الخوارج يتكلم بكلام حق كما قال اعدل، لكن يريد به باطل بل أبطل الباطل. نعم. Also ist das eine Art und Weise der Khawarij, und zwar, dass sie mit der Wahrheit sprechen, aber damit das Falsche erreichen wollen. Wie zum Beispiel diese Person, die hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, sei gerecht. Was war der Grund? Für قول هذا الكلام إرادة الدنيا بعمل الآخرة غضب هؤلاء ورضاهم بسبب الدنيا للآخرة. نعم. Der Grund dafür war, dass sie die Dunya wollte, also das Vermögen, mit den Taten des Jenseits. Das heißt, wenn die Khawarij sauer sind, dann weißt du, dass es um Weltliches geht. لماذا غضبت الآن عندما تعدوا عليك؟ لماذا كان الآن هذه الأمور وقبل هذا لم تتكلم؟ ذو الخويصر قبل هذا ما تكلم وتكلم الآن من أجل العطاء. إذا ما أرادوا الآخر، أرادوا الدنيا. نعم. Warum hat er gerade in dem Zeitpunkt gesprochen? Weil er in dem Zeitpunkt nichts bekommen hat, kein Geld bekommen hat. Davor hat er nicht geredet. هل أراد الدنيا فقط؟ لا. إبليس فرعون عرف هذا أنه ما أراد الدنيا فقط. نعم. فرعون عرف هذا، عرف أنه ما أراد الدنيا فقط، أراد الدنيا وشيء مع هذا. نعم. Und wollte er nur die Dunya? Nein, er wollte die Dunya und noch etwas. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هذا إيش؟ مال، أراد مال. وهو فهم فرعون أنه ما أراد المال فقط، أرادوا ماذا؟ القربة منهم. نعم. المنازل، يكون وزير، صحيح، يكون مسؤول في الدولة، فهمت؟ إذن هذا غرض الخوارج الصحابة السلام، أرادوا المال والمنصب. نعم. Und die Khawarij, die wollten damit nicht nur das Vermögen, das Geld, sondern gleichzeitig wollten sie auch die Stellung, die hohe Stellung im Land. Zum Beispiel die Zauberer von Pharao. Als sie gesagt haben, wenn wir gewinnen, werden wir dann belohnt, dann sagte er, ja, ihr werdet damit belohnt. Aber er hat gleichzeitig verstanden, dass sie auch in dem Staat eine hohe Position wollten, das heißt eine Stellung. Und das ist auch das heutige Ziel der Khawarij. Dass sie politische hohe Stellung wollen und das Vermögen. ولهذا تراهم الآن يتقاتل على ماذا؟ على المناصب. ولهذا هذا ينشق عن هذا وهذا ينشق عن هذا وهذا ينشق عن هذا وهذا يأكل مال هذا وهذا يأكل مال هذا مال ومنصب. نعم. Und deswegen siehst du sie jetzt, dass sie sich ständig spalten. Aus welchen Gründen? Weil sie untereinander immer eine höhere Stellung erreichen wollen. Deswegen nimmt der das Vermögen von dem und ist der das Recht von dem. نعم. ماذا أخذنا غيرها؟ اسأل. Was haben wir noch gelernt heute? نعم. محبة. أخذنا المحبة وفقك الله لما أحب. المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Wir haben die Liebe gelernt und dass sie sich in drei Teilen lässt. الأول محبة مع الله شرك أكبر. Die erste Art ist, dass man etwas so viel liebt, wie man Allah liebt, und das ist großer Schirk. يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. Er muss Allah lieben und keinen so wie ihn lieben. محبة طبيعية جائزة محبة الوالد والولد الزوجة. Die zweite Art ist eine natürliche Art von Liebe, wie zum Beispiel den Vater oder die Kinder oder die Frau. محبة لله أو في الله للعمل والعامل والأزمنة والأمكنة. Und dass man die dritte Art ist, dass man für Allah liebt. Und zwar für Allah den Bruder liebt oder die Familie oder alles andere. محبة العمل الشريعة كاملة أحكام الشريعة. Dass man zum Beispiel die Taten liebt, also die ganze Religion. محبة العامل كل من أحبهم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الملائكة عليهم السلام الصالحين كل واحد. Und dass man auch die rechtschaffenen Menschen liebt, die diese Taten verrichten. أزمنة يحبها الله ثلث الليل الآخر عشر من ذي الحجة. نعم. Und dass man die Zeiten liebt, die Allah liebt, zum Beispiel das letzte Drittel der Nacht oder diese in Zulhijjah oder Ramadan. أمكنة يحبها الله مكة المدينة جبل أحد المساجد. Und dass er Orte liebt, die Allah liebt, wie zum Beispiel Mekka oder Medina oder der Berg Uhud oder die Moschee Allah. نعم. 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 الكفر الأصغر والأكبر
الحكم يعني أن يرى الحكم حكم الحكم بغير ما أنزل الله، إذا يعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح هذا كفر أكبر، وإذا كان يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق لكن وافق هؤلاء فهو كفر دون كفر. Und wir hatten gelernt, dass die Person, wenn sie das Gesetz der Menschen mehr liebt als das Gesetz Allahs, dann ist das ein großer Kufr. Aber wenn sie das Gesetz der Menschen bevorzugt, obwohl sie Allahs Gesetz mehr liebt, aber bevorzugt aus finanziellen Gründen oder politischen Gründen, dann ist das ein kleiner Kufr. Wenn man fürs Gebet Geld hat und für die ganzen طلب المال في الصلاة. إرادة الدنيا بعمل الآخرة. طيب يبقى معنا باب مهم جدا وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، الإيمان بالأسماء والصفات. Uns bleibt jetzt ein sehr wichtiges Kapitel und zwar die dritte Art des Tauhids, der dritte Säule des Tauhids, und zwar die Namen und Eigenschaften Allahs. لابد أن تثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. Du musst alles, was Allah sich selber zugeschrieben hat und der Prophet صلى الله عليه وسلم Allah zugeschrieben hat an Namen und Eigenschaften, musst du Allah auch zuschreiben und bestätigen. وتنزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الكامل أن يماثل المخلوق الناقص. نعم. Und du musst Allah den vollkommen vor allen Mängeln freisprechen und vor allen Vergleichen zu den Geschöpfen freisprechen. وأن الأسماء والصفات نعرف معانيها، نعرف معنى الاستواء، معنى النزول، العلم، الرحمة، لكن نؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. Und dass die Eigenschaften Allahs eine Art und Weise haben. Zum Beispiel, dass sich erhöhen über den Thron. Oder das Herabkommen im letzten Drittel der Nacht. Oder die Barmherzigkeit Allahs, der Wille Allahs. Diese ganzen Sachen haben eine Art und Weise. Aber wir fragen nicht nach dem Wie. Wir fragen nicht, wie das ist. Und das Fragen danach ist eine Neuerung, eine Bid'ah. Na'am. Eidan. إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Also nochmal, dass man bestätigt alles, was Allah sich selber zuschreibt und alles, was der Prophet صلى الله عليه وسلم Allah zuschreibt. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. Und dass man Allah den Vollkommenen vor allem freispricht, was den Geschöpfen ähnelt. نعلم كل ما أخبرنا الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. المعاني عندنا معلومة. نعم. Und dass wir die Bedeutungen von dem, was Allah und sein Gesandter uns gesagt haben, kennen. ولله سبحانه وتعالى كيفية تليق بجلاله وعظمته. Und Allah Ta'ala hat eine Art und Weise, die zu seiner Hoheit und Vollkommenheit passt. والسؤال عن الكيفية بدعة ضلالة. نسأل الله عليه السلام. Und dass man nicht nach dem Wie fragen darf, denn das Fragen danach ist eine Neuerung, eine Bid'a. نعم. الله أعلم نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Und das genügt für heute und möge Allahs Frieden und Segen über den Propheten sein.